knapp nach der halben Heim und das ist die Freude hoch. Wir haben diesmal wirklich einerseits vom Klima gesprochen und andererseits auch vom Nutzen, den das bringt, wenn wir uns auf die Wirtschaft von morgen, die fossilfreie Wirtschaft, vorbereiten, dass es am Schluss etwas ist, wovon alle profitieren. Die Mehrheit der Bevölkerung hat eingesehen, dass es wichtig ist, dass es öffentliche Investitionen braucht für den Klimaschutz, für den ökologischen Umbau. Das hat gewirkt. Ich bin enttäuscht darüber, selbstverständlich, weil daher wird der Strom auch teurer jetzt mit der Annahme dieser Vorlage. Es wird sehr viel mehr Strom brauchen, die Strompreise werden durch die Decke gehen, auch die Unternehmen werden weit höhere Energiekosten zu bezahlen haben und leiden wird auch daher der Wirtschaftsstandort Schweiz. Die diktieren die Energiepolitik und das ist natürlich für die Landbevölkerung verheerend, denn sie sind massiv betroffen davon. Also sie werden dann diese Windräder und diese Solarpanels vor der Haustüre haben mit all den Hochspannungsleitungen.